Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Eishockey-Simulator, das WM 2013 Orakel. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Eishockey WM Orakel. Ich sage hier voraus, wie die Deutschen bei der Weltmeisterschaft spielen, und zwar das morgige Match gegen Frankreich. Zuletzt, war mein Orakel ein bisschen verschnupft, ein bisschen außer Form. Die letzten zwei Spiele wurden nicht sehr, sehr, sehr genau vorausgesagt, nämlich eigentlich gar nicht. Aber ich habe den Fehler gefunden und das Orakel neu justiert, neu kalibriert, und jetzt wird alles genau so laufen, wie es dann auch morgen im echten Spiel läuft. So, Frankreich, eigentlich Favorit, eigentlich Außenseiter gegen Deutschland, hätte man normalerweise gesagt, aber die Franzosen haben die Russen geschlagen, 2:1, und auch gegen die USA zuletzt nicht ganz schlecht ausgesehen. Ja, deswegen wird es ein heftiges Match. Deutschland hier auf dem Papier als Gast, deswegen in den dunklen Trikots. Und Schwierigkeitsgrad Superstar, damit es wirklich ein hartes Match wird. Jo, und die Deutschen haben ja noch die Chance aufs Viertelfinale. Allerdings müsste jetzt ein Sieg gegen Frankreich her. Ja, und die USA müssten die Slowakei in Schach halten. Das wäre wichtig. Und dann, aus eigener Kraft schaffen es die Deutschen nicht mehr. So viel ist klar. Aber ich werde jetzt mal hier zumindest die Grundvoraussetzung schaffen. So, die Aufstellung ist nicht authentisch im Vergleich zur WM, das muss ich auch dazu sagen. Ein paar Spieler sind natürlich dabei, aber nicht alle. Und jetzt geht's los. Deutschland, Frankreich. Ich habe die Musik ausgestellt, wie immer, weil die Rock-and-Pop-Songs hier GEMA-pflichtig sind. Deswegen gibt es hier jetzt auch keine Nationalhymne, die müsst ihr euch selber summen, singen, brummeln, wie auch immer. Die deutsche oder die französische, falls Franzosen zugucken. Gegen Lettland hat ja auch ein Lette zugeschaut, zum Beispiel. Das freut mich immer, wenn es so ein bisschen international wird. Und jetzt geht es dann gleich los mit dem Kollegen Gotsch, dem NHL-Star, dem Deutschen, der dann am Bulli steht. So, Thomas Greiß, auch NHL-Spieler. Von den Franzosen kenne ich keinen einzigen. Wird wahrscheinlich schon irgendeiner in der NHL spielen, denke ich. Kann man vom Namen eh nicht mit den Franco-Kanadiern auseinanderhalten, letztlich. Also völlig wurscht. So, Gotsch beim Bulli. Und jetzt Kampf, Jungs, Kampf. So, Bulli schon mal gewonnen, das war gut. Und Gotsch kommt schon ganz gut durch hier. Oh nein! Das kann doch nicht wahr sein, habt ihr das gesehen? Erhoff aus der Distanz. Torwart hält. Aber der Anfang ist vielversprechend. Klinge beim Bulli. Sulzer. Ja. Und Strafzeit. Gegen die Franzosen, wenn ich das richtig gesehen habe. Deutschland jetzt mit 2 Minuten Überzahl. 5 gegen 4 Feldspieler. Und direkt beim Bulli. Auf geht's, Jungs. Ah, da kommt jetzt der Befreiungsschlag. Das Icing, das ist erlaubt, wenn man in Unterzahl ist, sonst würde abgepfiffen. Ab geht's. Trip kommt nicht an die Scheibe. Der Pass war zu ungenau, aber kommt er noch dran vielleicht? Ah, kommt gleich wieder der Befreiungsschlag, denke ich, oder? Nein, drauf, 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 blocken, blocken, blocken. Ja, und dann war das wieder nix. Die Hälfte der Strafzeit ist schon rum. Hallo, was macht ihr denn? Wollt uns ein bisschen spannend machen, oder was, ihr Blödmänner? Trip, sehr schön gesehen jetzt. Gotsch. Und Torwart kann den abgefälschten Puck locker aus der Luft pflücken. Bulli gewinnen wäre hier mal wichtig. Dann könnte man hinten aus dem Verteidigerbereich, hier ist Seidenberg, mal draufhauen. Leider knapp verzogen. So, Bartha. Zurück auf Erhoff. Komm, kämpf. Ja, Gugula hat die Scheibe immer noch. Jawohl, das war hervorragend gespielt. Erstklassig, den freien Mann gesehen. Der Torwart kam nicht mehr so richtig auf die Beine hier. 1:0 für Deutschland, super. Strafzeit dadurch aufgehoben. Bartha. Aufpass von Gugula. Da sieht man's. Ja, da hat man gesehen, da war viel Platz hier zum Reinschießen. So stelle ich mir das vor. So läuft Powerplay. 1:0, das ist ja schon mal ein bisschen gut. Das bringt ein bisschen Ruhe rein. Nicht immer im Rückstand, das ist so scheiße. Bulli. Verloren. So, die Franzosen jetzt hier. Reis ein bisschen unsicher gerade, aber ging nochmal gut. So, und da haben wir jetzt Pech jetzt an der Bande. Oh, ja. Oh, gut. Dazwischen gegangen. Und jetzt der Gegenangriff.
über die linke Seite. Sprintet da durch hier. Auch hier gut gesehen. Aber ein bisschen zu viel Gegner noch. Sulzer kann nicht weiterspielen. Kann sich aber den Puck wieder angeln. Sehr gut. Und Holzer. Und dann war er abseits. Schade. Ja, komm, hör auf, sonst gibt's auf die Backen hier, du Penner. Ja, war er sauer, weil ich nach dem Pfiff geschossen habe. Da musste er ein bisschen stänkern. 13 Minuten im ersten Drittel noch. Bulli. Verloren. Oi, 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 was macht ihr denn hier? So, Erhoff kann auf Sturm rausspielen und der geht ab. Das war gar keine Absicht. Ich wollte auf den Linksaußen abspielen, aber naja, wurde es dann doch tatsächlich gefährlich. Und hier auch wieder mit dem Stock dazwischen gewesen, sehr gut. Neuaufbau. Seidenberg, der Verteidiger. Macht er ganz gut. Ah, ärgerlich. Aber wir haben ihn noch, wir haben ihn noch. Sturm. Schlagschuss. Ah. Gib sofort den Puck wieder her, Franzose. So geht das ja nicht. Frankreich kommt. Blaue Linie schön abdecken. Erhoff ist dran. Aber der Franzose mogelt sich da irgendwie durch. Zum Glück ist Erhoff da auf dem Posten. Und es geht zum Gegenangriff über Rankl. Gotsch. Ah, fuck. Kommt Sturm an die Scheibe? Ja, Sturm kommt an die Scheibe. Erhoff. Rankl. Nochmal Nachschuss. Nein. Also, die Chancenverwertung nach wie vor ganz mies. Auf Seiten der Deutschen. Und da geht er mal auf Nummer sicher. 4,5 Minuten im ersten Drittel noch. Und Bulli vor dem eigenen Tor. Konzentration wichtig. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Kann er rausspielen. Ja, schön gemacht. Geilinger. Kommt über die linke Seite wieder. Ah, schade, 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 schade. Aber hier auch beim Vorchecken wieder. Sehr schön. Bartha kann dazwischen gehen. Tripp kann dazwischen gehen. Und er legt den Franzosen vor. Nein. Sulzer war schneller. Auch gut gemacht. Und jetzt wieder ab. Über links, über Greilinger. Nachschussmöglichkeit. Nein. So, Frankreich. Eine Minute, ihr hört's. Der Sprecher hat's angesagt. Ist ein helles Kerlchen. Und jetzt komme ich nicht an den Puck dran, das ist doch zu kotzen. Ab durch die Hecke. Jawohl. Greilinger. 5 Sekunden noch, das gibt noch einen Schuss vielleicht. Aus dem Hinterhalt und nochmal. Oh, schade. Also 2-0 wäre natürlich super gewesen jetzt. Aber 1-0 ist okay. Ist auch verdient, also mit Sicherheit. So, Gotsch am Bulli. Weiter, 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 weiter. Ganz wichtiges Match heute hier. Der Pass war für den Arsch. Das ist ein Icing. Doch nicht. Ich dachte, es wäre ein Icing gewesen, aber... Sturm kämpft. Wolf kämpft. Wolf legt zurück auf Seidenberg. Schade. Gotsch. Auch im Rückwärtsgang jetzt hier. Und aufpassen da. Oh, vorbeigefahren. Erhoff, kann er was machen noch? Gah. Ganz schön riskant. Okay, aber jetzt können wir da ab. Schön, Gotsch gesehen in der Mitte. Gotsch geht weiter, Gotsch geht weiter, Gotsch verzögert. Spielt auf Seidenberg. Spielt auf Erhoff. Nachschussmöglichkeit. Schade. Ja, da hat er Probleme gehabt, der Torwart. Klinge. Am Bulli. Spielerisch gefällt mir das alles wieder sehr gut, aber ja, die Tore. Die Tore sind ein bisschen Mangelware. So, Frankreich kommt. Aber latscht ins Abseits. 15 Minuten im zweiten Drittel noch zu spielen. Also ich habe das Gefühl, dass wir die Franzosen im Griff haben. Aber sowas kann natürlich täuschen dann. Tore gibt es für Eishockey ganz, ganz schnell. So, Gogula hinten drin. Kommt er dran? Ja, kommt er. Kann er rausspielen? Nein, kann er nicht. Verliert den Puck. Oh, 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 oh. Eieiei, habt ihr das gesehen? Das war mal richtig arschknapp gerade. Müller am Bulli. Verliert das Bulli wieder. Kann aber blocken. Gogula. Gogula geht. Gogula hat ein bisschen Platz da. So, was macht der Kollege? Kann er mal versuchen, aber... Na, so doll war das nicht da. Hätten wir Zeit gehabt, noch ein bisschen abzuspielen. Vorsicht.
Vorsicht! Gogula geht dazwischen, sehr schön gemacht jetzt. Ei. Schmidt, kann er den Puck behaupten? Ja, Ranke. Und raus geht's. Gogula allein gegen einen Mann. Kommt durch. Oh nein. Schöne Einzelaktion. Aber wieder kein Tor. So, Erhoff ist hinten dran. Kann auch ganz gut rausspielen hier wieder. Oi. Ja, einmal die prima Ballerina die Pirouette gedreht. Und Felski. Ah, schade. Holzer. Schön gesehen. Seitenberg. Und drin ist er. 2:0. Ganz überlegt gespielt hier jetzt auch auf die Verteidigerposition, auf die rechte. Erhoff, ja, von Verteidiger zu Verteidiger. Und dann hier durch Mann und Maus und Freund und Feind. Ich schätze mal, der Torwart hat außer haarigen Rücken der Kollegen nichts gesehen. 2:0, das ist ja jetzt schon sehr beruhigend. 8 Minuten noch im zweiten Drittel. Weiter so, Jungs. Fitschenek. Gotsch. Ah, nein, das war nix. So, Sulzer hier im Duell. Kommt nicht dran, aber Wolf kommt dran. Kann er weiterspielen? Nein. Jetzt. Puck gesichert, sehr schön. Und Wolf geht über die rechte Seite. Sehr gut, sehr schön gesehen auch. Übersteiger hier zurück auf den Verteidiger. Und dann nochmal. Das hat ja schön funktioniert vorhin. Oh je, das war sehr, sehr großzügig, der Pass. Heieiei. Was macht ihr denn? Mann. So, Sturm. Das war wieder meine Zitterangelegenheit hier. Sturm stürmt. Gotsch. Nochmal Sturm. Kämpfen. Ja, Trip auch noch mit drin verwickelt hier. Gotsch geht dazwischen. Ah, jawohl. Auch schön gesehen. 3:0. Mein Gott, ey. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Heidi. 3:0 für Deutschland gegen Frankreich. Endlich mal ein geiles Spiel, was auch ein bisschen mit Glück läuft hier. Sturm der Torschütze hier. Direkt gesehen. Erobert hier und direkt rein in die Mitte. Und wunderbar gemacht. Super. Auch toll, dass es endlich mal klappt hier mit den Torschüssen. Verflucht nochmal. 3:0. Also, wenn das morgen auch so läuft, dann vielen Dank, Frankreich. Bulli. So, Felski jetzt hier. So, Erhoff, jawohl, auch das hat er schön gelöst. Kommt er durch? Ja, gerade so. Eine Minute noch. Na komm, Nachschuss! Schade. Die letzten 10 Sekunden ticken runter. Und wir haben Drittelpause. Hervorragend. 3:0. Also, ob das im wirklichen Leben so abläuft, ich kann es mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, ich habe mein Orakel ja neu kalibriert. Das hat einfach recht jetzt. Sehr schön auch hier wieder. Wolf! Nein! Ha! Frankreich kommt mit Savard. Vorsicht, wieder Vorsicht. Ja, und da ist der Puck draußen und da muss die ganze Mannschaft raus. Die ganze französische Mannschaft aus dem Drittel, um dann neu aufbauen zu können. Boah, wunderbar. Gotsch. Ja, das war ein Icing, ein unerlaubter Weitschuss, unbeabsichtigt. 16 Minuten noch im dritten Drittel. Also wenn die Franzosen jetzt hier noch was reißen wollen, dann brauchen sie ein Tor. Wollen wir mal nicht hoffen, dass das noch passiert. So, Seitenberg. Neuaufbau über Wolf. Da bleibt er hängen hier mit seinem lustigen Versuch eines Tricks. Und das ist jetzt auch Icing, oder? Jawohl. 14:30, Bulli vor dem Tor der Franzosen. Sulzer! Ah, schade. So, Frankreich
Kommt nicht durch hier. Kommt nicht durch. Rankel. Sulzer. Auf den Kollegen. Oh, der wird geblockt hier. Kommt trotzdem noch zum Schuss. Nachschussmöglichkeit. Und abgewehrt. Ah, das war ein bisschen unglücklich jetzt hier. Franzosen checken natürlich ganz wütend vor jetzt. Aber wir kommen trotzdem zum Spielaufbau. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ja nichts hier. Aber hier gleich mit einem Check wieder gezeigt, was ja Sache ist. Kommt er da dran? Jawoll! Ah, ärgerlich. Schöne Chance nochmal. 8 Minuten 33 vor dem Ende der Partie. Das Ding müssen wir doch im Sack haben hier. Bulli. Erhoff. Kommt nicht durch hier mit seinem Schuss. Greilinger. Schade. Und die Franzosen versuchen es wieder. Ja, Betonung liegt auf Versuchen. Die sehen hier irgendwie keinen Stich gerade. Greilinger nochmal mit einer lustigen Pirouette. Und dann hier, jawohl. Trip. Schade. Wäre noch ein Tor wert gewesen. Und Frankreich. Also kämpfen tun sie. Gotsch kommt leider nicht ganz dran hier. 4 Minuten noch. Bisschen mehr. Wolf. Gotsch. Und der war wieder zu steil. Und das ist ein Icing, ein unerlaubter Weitschuss. 3,28 noch. Beim Stand von 3:0. Das Ding ist durch. Der Drops ist gelutscht. Der Puck ist gesichert. Erhoff ist das, glaube ich, jetzt über die linke Seite. Der Stürmer, der Verteidiger hier mal als Stürmer. Greilinger. Schade. Seidenberg. Nochmal zurück. Ja, 1:24 noch. Deutschland führt 3:0. Ich hoffe, das läuft morgen auch so. Mann, das wäre super. Dann hätte man noch eine Chance aufs Viertelfinale, wie gesagt. Wenn die Amerikaner nicht gegen die Slowaken patzen. Oh shit, das war scheiße. Man muss den Franzosen doch nicht noch ein Tor schenken zum Abschluss, oder? Ach ja. So, keine Minute mehr hier. Holzer. Und da wird geblockt. Und Strafzeit. Deutschland nochmal 5 gegen 4 Feldspieler in Überzahl. Nur noch eine halbe Minute. Das kann man entspannt sehen hier. Auch wenn man den Bulli hier verliert. Aber zu 0 wäre halt noch schön. Ne? Das wollen wir schon noch halten hier. Nochmal ein Shotout für den Torwart. Sturm. Ach, das ist schön. Oh, da kommt er nicht ganz durch. Weiter kämpfen. Jawohl. Nochmal. Schuss. Oh, schön abgefälscht vom Trip. Und nochmal 8 Sekunden. Da geht noch was, wenn wir den Bulli gewinnen. Können wir nochmal drauflöten hier. Versuch mal. Holland nochmal. Abgeblockt. Und dann ist das Match vorüber. Deutschland schlägt Frankreich. 3:0. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Match. Ja, und lasst mir ein Like da. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, auch wenn die Deutschen es nicht ins Viertelfinale machen. Ich mache diese WM, dieses WM-Orakel noch ein bisschen weiter. Wie genau, verrate ich noch nicht. Aber ja, wenn ihr schön liked, dann mache ich weiter auf jeden Fall. Okay, hier noch die Höhepunkte. Ich sage danke und tschüss.